Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Mittwoch, den 5. Dezember 2018. Die US-Börsen haben heute geschlossen und trotzdem war die Woche bisher sehr fulminant. Am Montag das große Gap-Up, die starke bullische Bewegung, ausgelöst von einigen Trump-Tweets bezüglich des US-China-Deals, wo konkrete Zahlen genannt wurden, was China so alles machen wird, Autoshölle auf Null etc. Ja, gestern eben haben seine Wirtschaftsberater und Handelsberater, die beim Treffen anwesend waren, nun kleiner zugegeben, dass eigentlich gar nichts unterschrieben worden ist, ne, dass es noch nicht mal Absichten gibt, also komplette Luftnummer. Und ja, das nach 90 Tagen dann sozusagen, jetzt muss irgendein Verhandlungserfolg in die 90 Tagen kommen, also bis hat sich gar nichts geändert in Bezug zur letzten Woche. Und wenn innerhalb der 90 Tage keine Handelserfolg geben wird bezüglich der Gespräche, dann dürfte die nächsten Strafzölle trotzdem kommen, also die Erhöhung auf 25%. Wir haben uns quasi in die Lage hat sich gar nicht verändert für die Börsen. Und damit wurde diese Rallye von Montag, wo eine große Einigung eingepreist wurde, rückabgewickelt und bewegen uns nun wieder auf dem Niveau der Vorwoche. Letztendlich logisch, es war einfach eine Freude aufgrund von falschen Aussagen. Und ja, die hat die Börse nun wieder herausgenommen. Und natürlich leben die Zinsängste weiter, die Rezessionsängste, dass das Beste aller Zeiten bereits hinter uns ist und jetzt die schweren Zeiten vor uns stehen. Das ist eine ganz, ganz fiese Mischung. Und ja, deswegen ging es deutlich zurück. Deutliche Verkaufsprogramme liefen ab und der Chartbild hat sich wieder eingetrübt. Mal gucken, ob heute irgendein Trump-Tweet irgendwas noch ändern kann. Aber wahrscheinlich wird man seinen Aussagen immer weniger Gehör schenken, weil sie heute so sind, morgen wieder ganz anders. Zumindest war das Gespräch gestern, wo Trump auch anwesend war, mit den deutschen Autobauern, keine Eskalation. Wahrscheinlich hat er nebenbei auch mal die Börsenkurse gescheckt. Hat gesagt, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Sondern wahrscheinlich auch wieder etwas Spiel auf Zeit. Sehr diffus alles, kaum was durchgesickert. Aber erstmal vermutlich keine Strafzölle auf europäische Autoimporte. Aber auch hier, ne, ist großes Fragezeichen dahinter. Gerade die Politik aktuell belastet die Börsen doch sehr. Es wird sehr konkret, es wird handfest, es ist viel Spekulation und macht das Handeln natürlich nicht einfach. Schauen wir aber so einen DAX-Wochenchart, denn hier hat sich was getan. Die Rückabwicklung der Rallye hat doch Spuren hinterlassen. Hier am Wochenchart, unsere aktuelle DAX-Wochenkerze. Wir starteten eigentlich recht gut, haben den EMA 200 überwunden und dann Richtung SMA 200 gelaufen, aber dann eben gestern die komplette Rückabwicklung. Wir sind abgeprallt am SMA 200, ein wichtiger Widerstand, sollte ja auch das potenzielle Wochenhoch sein, aber das sollte dann eben aufgefangen werden am mittleren Bollinger Band. Im Cetra-DAX war es auch noch der Fall, aber danach ging es eben runter. Wir haben den EMA 200 wieder hergegeben, die 93, den wichtigen Support, und sind jetzt wieder ans Vorwochentief gelaufen. 150, 200, wichtige Unterstützung. Aber durch den Bruch zurück unter den EMA 200 ist jetzt eigentlich die Tür Richtung diese Richtung wieder aufgegangen, ne? Dass man 11.050 war hier zu nennen, wäre ein guter Punkt nochmal abzudrehen und vielleicht einen Dreifachboden ISKS zumindest anzudeuten. Wir reden ja nicht von Aktivierung, aber anzudeuten, Gegenbewegung einzuleiten. Die 50 wäre hierfür wichtig. Und ansonsten, wenn es runter geht, dann wäre hier natürlich das Wochentief, das Jahrestief bei 11.010 eine Marke, vermutlich nur eine Zwischenmarke, dann dürfte es eher hier runter gehen zu dieser Trendlinie, die dann bei knapp 10.900 verläuft. Tja, da ist wieder alles beim Alten. Ne? Also 150, 200 jetzt wieder der Support von der Vorwoche. Aber durch den Fehlausbruch oben ist dieser sehr fragil geworden. Und 93 der erste wichtige Widerstand, da müssen wir rüber, ansonsten ändert sich gar nichts am Chartbild. Gucken wir mal noch in den DAX-Tagesschart. Links der Future, rechts der Cetra-DAX. Es wird mal wieder ein Gap geben. Hier hat man ein dickes Gap, hier hat man ein dickes Gap am Montag, ne, durch Trumps seinen komischen Tweet. Dann fast Gap Close gestern bis zum mittleren Bollinger Band. Das war eigentlich schon eine gute Wochenrange, ne? Hier oben bis 50, 600, da sollte die Dynamik hier rausgehen und eine mögliche Wochenhoch entstehen. Ging die Dynamik raus, aber ging komplett nach unten, ging die Dynamik im Cetra DAX eben noch nicht nachgebildet, ne? Nur im Future.
Zittertags war die Welt noch in Ordnung, aber das Gap wird ja trotzdem aufgeschlagen. Wenn wieder ein großes Gap, 100 Punkte werden es wohl bestimmt werden. Und dann hätte man von der 330, das mittlere Bollinger Band hier auch ungünstigerweise, hätte von der 330 ein großes Gap, was jetzt auch hier einen großen Widerstand darstellen würde. Das Bild hält sich erst wieder auf, wenn wir hier drüber kommen. Das Gap schließen in der 330, 320 ungefähr, mittlere Bollinger Band im Future. Erst darüber würde sich das Bild wieder aufhören, der Abwärtszug abnehmen. Unterhalb muss man stets mit Abprallern rechnen. Besser mit Abprallern rechnen und mit neuen Tiefpunkten. Die neuen Tiefpunkte habe ich euch eingezeichnet. Das untere Bollinger Band könnt ihr zum Beispiel in den Fokus dann rücken. Hier auch leicht fallen Richtung 11.050. Das wäre eine gute erste Bewegung, habe ich hier euch eingezeichnet. Im besten Fall treten dann hier schon ab. Also diese Bewegung hat auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Die muss auch nicht so schnell erfolgen. Ein schnelles Anlaufen dieser Zone würde er dann doch für diese Bewegung hier sprechen, die ich euch des Weiteren eingezeichnet habe. Diese verbindende Trendlinie von unten, die dann mittlerweile bei fast 11.000, wieder falsch gesagt, die Tausender fallen immer wieder, die 10.900 verlaufen würde. Ne? Das würde dann folgen. Ab dort wäre dann durchaus ein Abpraller möglich. Aber das Bild nach oben hat sich eben deutlich eingetrübt. Ne? Durch den Bruch der 93 zurück unter das mittlere Bollinger Band zurück unter den EMA 200 im Wochenchart. Dadurch orientieren wir uns erstmal wieder auf der Unterseite und die Wochenkerze bietet eben noch Potenzial, mindestens das untere Bollinger Band hier knapp bei 11.050 noch anzusteuern. Eine Aufhellung erst oberhalb der 11.320, 330 zurück über das mittlere Bollinger Band, das Gap Close. Heute haben die US-Börsen geschlossen. Es kann gut sein, dass wir einen Übergangstag sehen, einen Inside-Day. Im Future deuten wir den leicht an. Ne? Das muss bloß hier drinnen bewegen, innerhalb der Vortageskerze und signalarm bis signallos bleiben. Falls ja, dann hätten wir halt eine Spanne von 150, 250, maximal wohl 320. 320 wird schon sehr schwer. Fällt die 150, ne? Dann öffnet sich die Tür Richtung 11.050 sehr zügig. Gut, das soll es dabei gewesen sein. Schauen wir mal, wie der Cetradax reinkommt. Vielleicht kommt er doch etwas versöhnlicher herein und macht nicht ein ganz so großes Gap auf. Das haben wir hier. Oberhalb des 200 wäre schon gar nicht. Wenn er oberhalb des 200 reinkommt, wäre schon gar nicht mal so verkehrt. Dann könnte er wirklich sich vorwagen, mal Richtung 300, 320 vielleicht sogar. Mal schauen. Aber ein deutlicher Start unterhalb der 200 dürfte gleich für Belastung sorgen. Nun gut, das Bild ist eingetrübt wieder. Vielen Dank, Herr Donald Trump. Und wir müssen schauen, wie der Zetradax nun startet. Unterhalb der 11.320, 330 bleibt der Weg zu neuen Wochentiefs sehr wahrscheinlich. Und wenn es übergeordnet wäre, spätestens 11.050 müssen wir aufgekauft werden. Ansonsten droht ihm auch ein neues Jahrestief. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sehen uns dann gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net und schauen mal, ob es vielleicht doch ein paar Impulse geben kann. Heute ist 20 Uhr, das Spacebook der FED. Mal gucken, ob dort vielleicht etwas Entspannung herauszulesen ist. Vielen Dank und bis gleich im Chat. Ciao.